kann ich gleich sagen. Wenn Sie jetzt einen Change-Prozess haben und keinerlei Widerstände passiert und alle gehen mit, ruhen Sie sich bloß nicht aus. Denn der Widerstand gehört zu einem Change-Prozess dazu. Es gibt keine Veränderung ohne Widerstand. Und ist der Zwilling der Entwicklung. Weil diese Bedenken nehmen, sich miteinander auseinanderzusetzen und auch mit den Skeptikern mal näher ins Gespräch zu gehen und zu überzeugen, das sind nämlich die, die nachher hinter einem Prozess stehen. Wenn Sie die übergehen, werden Sie sehen, ist irgendwann kommen die Blockaden hoch. Und deswegen, ausbleiben sollte Anlass zur Beunruhigung sein. Deswegen lieber mal schauen, hallo Leute, was passiert? Ich werde immer wieder gefragt, Frau Thornau, wie gehen Sie denn damit um, wenn ein Meeting ist, einer fragt und keiner sagt was? Dann sage ich, genau das ist es. Da sind wir ja schon bei der Unternehmenskultur, beim Vertrauen. Und wenn ich den Mut nicht habe, meine Meinung zu sagen, da kennen Sie wahrscheinlich auch den Satz, wenn 5 zusammen sind, immer 5 die gleiche Meinung haben, sind 4 zu viel. Da gibt es keine Veränderung. Und das ist wichtig, mal zu schauen, wollen wir Ja-Sager haben oder wollen wir Mitdenker haben? Und da könnten wir schon ein neues Thema wieder aufmachen. Wie offen bin ich wirklich für das Anderssein des Anderen und für die Meinung? Deswegen, der Widerstand, der kommt, wird immer nicht verbal gesagt. Es gilt, diese Botschaften zu entschlüsseln. Deswegen nehmen Sie wahr. In meinen Seminaren ist immer die Wahrnehmung von Konfliktsituationen, Wahrnehmungen von Botschaften, die Menschen senden, ein ganz wichtiger Baustein. Während den Anfängen ist eines der wichtigsten Sätze. Wenn ich Konfliktmanagement mache und ich frage nach, was ist da passiert, wann war das, wie ist das, dann merken die Menschen meistens, ich habe viel zu spät reagiert. Und Nichtbeachtung führt zu Blockaden. Wie geht es Ihnen denn, wenn man Sie nicht ernst nimmt? Wie geht es Ihnen denn, wenn Sie Bedenken haben und Ihre Bedenken nicht äußern wollen, können, dürfen? Gehen Sie dann mit? Stehen Sie hinter einem Prozess? Und wie sieht Ihre Blockade aus? Kann es sein, dass dann, wenn es wirklich jetzt um etwas geht und es soll es Go gegeben werden, dass Sie sagen, jetzt kommen Sie mit Widerstand hoch? Oder bleiben Sie einfach bei Ihrem gewohnten Verhalten und setzen nichts um? Meine Botschaft ist, mit dem Widerstand gehen und nicht dagegen. Nehmen Sie Druck raus. Druck erzeugt immer Gegendruck. Das erleben wir überall. Und treffen Sie Absprachen, realistische Absprachen für die Zukunft, kleine Schritte. Wie kann ich das auch weiterentwickeln? Die Basis für erfolgreiche Change Management sind nun mal ganz klare Ziele, strukturierte Prozesse und die Betroffenen zu Beteiligten zu machen, frühzeitig mit einzubeziehen. Dann ist der Change-Prozess, den Sie jetzt planen, auch schon erfolgreicher, als wenn Sie es nicht tun. 80% ist Kommunikation.